Ah, okay. Stein zu wenig, aber der Turm kann auch sehr hoch, das heißt, wir können da gut verteidigen. Behaupte ich jetzt mal. Und sobald wir. Ah, Moment. Erstmal den Turm fertig nach oben ziehen. Zack. Turmballiste oben drauf. Und als nächstes können wir dann da weiter Felder noch hinbauen, vielleicht. Also ich habe irgendwie Sorge, wirklich das auf einem Fleck zu positionieren, wie es jetzt hier ist. Klar, wir brauchen einen so einen Bereich, wo wir intensiv Nahrung produzieren, aber irgendwie alles nah zu lagern ist irgendwie wahr. Macht gerade ein bisschen Schiss. Ich nehme erstmal normale Straßen. Da. So. Okay. Dann können wir hier drei Plantagen hinsetzen. Mist. Es reicht nicht ganz von der Straße her. Zack, 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 zack. Da noch eine. So. Da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die Leute haben, um das zu versorgen, beziehungsweise zu bearbeiten, beackern. Ich positioniere das mal hier, dann ist wenigstens der Kornspeicher hinter der Mauer. Ich hoffe, das klappt. Nur müssen wir die Straßen dann schnell genug upgraden. Und die nächste Aufgabe ist dann auf jeden Fall auch mehr Bevölkerung, aber erst wenn fertig gebaut ist. Würde ich mal behaupten. Stadt, Kirche. Ah, im Moment können wir keine bauen. Die kostet aber auch nichts, also im Unterhalt. Und macht trotzdem gute Laune. So, wie sieht es mit dem Wasser aus? Da etwas wenig, da könnte auch mehr sein, ne? Ja. Bauen wir da noch einen Brunnen hin. Ach so, die sind da immer noch an der Mauer. Das dauert natürlich einfach. Nahrungstechnisch befinden wir uns gerade auf so einem Status Quo halten Modus. Irgendwie habe ich den Eindruck, da kommt nicht viel dazu und da geht aber auch genauso viel nur weg. Auch haben wir viele Baustellen, was die Verteidigung angeht. Das Blöde ist, man kann halt auch nicht wissen, von wo die als nächstes kommen, ne? Das ist echt fies. Da ist auch noch ein gute Laune Fleck. Das heißt, eigentlich könnten wir die Steine auch hier noch entfernen. Und die natürlich sowieso. Wobei, da ist kein Baubereich für Wohngebäude. Zumindest nicht unbedingt. Was haben wir hier noch? Ach, guck mal, wir können hier ein Fest veranstalten. Und nun? Erhöht sich dadurch die Zufriedenheit, aber wahrscheinlich nur von den Leuten, die in der Umgebung sind, ne? Mal gucken. Ja, doch, Zufriedenheit tickert nach oben. Das ist natürlich super. Jetzt kann man so ein bisschen Gold ausgeben, Zufriedenheit steigt und die Leute kommen her. So, eine Bäckerei. Es ist kein Weizen vorhanden. What? Oh, und natürlich Holzkohle wird auch sehr, sehr viel gebraucht. Das ist ja ein Traum. Müsste hier nicht Weizen drin sein? Wir haben zwar nicht viel Weizen, aber wir haben doch Weizen. Ich hoffe zumindest, sonst bringen uns die Dinger nichts. Was ist los? Achso, wir sind exzellent. Ja, das finde ich gut. Ich bin mal gespannt, wann die Milliarden Baustellen hier fertig sind. Vielleicht habe ich jetzt meine Leutchen auch ein bisschen überfordert. Mit Baustellen und Aufträgen. Ich mache jetzt einfach mal ganz schnell. Ich hoffe, das bewirkt was. Können wir eigentlich auf Schiffe schießen? Oder können wir erst auf die schießen, wenn die schon bei uns sind?
Hier könnte man natürlich auch noch einen Turm hinbauen, ne? Sobald sie anlanden. Allerdings, den können sie sofort zertrümmern. Ist natürlich auch... Oh! Es brennt! Löschen! Alarm, Alarm! Die Frage ist jetzt, welche Steine bauen, reißen wir am sinnvollsten ab? Da nicht unbedingt. Die machen vielleicht Sinn. Hier die. Die unbrauchbaren zumindest. Was kostet denn so ein Abreißding? Ein bisschen Holz, ein bisschen Gold, ein bisschen... Okay. So, haben wir. Alles ist gut. Wir haben ein Plus von 61. Was die Nahrung angeht. Eigentlich reicht das genau für noch ein Haus. Oder locker noch für ein Haus. Nur wenn wir dann Nahrungsprobleme kriegen, ist halt blöde. So, können die jetzt arbeiten oder? Die haben alle kein Weizen. Die kriegen aber auch kein Weizen geliefert einfach, ne? Also, dass kein Weizen vorhanden ist, ist ja irgendwie... Nö, das glaube ich nicht. Holzkohle kann ich mir vorstellen, dass es zu wenig da ist. Aber Weizen müsste doch eigentlich hier sein. Ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben mit der Nahrungsmittelversorgung. So, ich baue jetzt hier noch ein paar Felder, dann haben wir auf jeden Fall Weizen. Wie viel Stein haben wir denn jetzt auf einmal? Huch. Also ich meine nicht, dass das schlimm wäre, aber huch. So, Holzkohle haben wir aber zu wenig. Produktion noch immer. Ach, da ist das Lagerhaus, was ich gesucht habe. Hm. Das gefällt... Okay, es sind auch kaum Arbeiter da. So, jetzt. Da ist Weizen, wird aber direkt weggeliefert. Sofort. Okay. Naja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Da wird der Turm noch höher gebaut. Da sind schon Plantagen da. Oh, die Plantagen sind schon fertig. Die Straßen nur noch nicht so ganz. So langsam könnten wir dann auch ein neues Häuschen bauen. Ach ja. Dafür müssen wir das abreißen. Jawohl. Noch nicht fertig. Das geht aber flott, hoffe ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, woran es liegt. Also was ich sehe, ist, dass die einfach das Weizen wegbringen. Bringen die es zum Markt? Ja. Hätte ich dann Bäckereien an den Markt bauen sollen? Ich bringe das zum Markt und direkt in Häuser. Das ist natürlich dann blöd. Ich beobachte das noch, weil das würde ja dann nur Arbeitskräfte binden und uns kaum was bringen. Ich fürchte nur, wir müssen unsere Holzkohleproduktion auch enorm hochfahren. Naja, schauen wir mal. Zufriedenheit geht ein bisschen runter. Was ist los? Ja, wurde mal wieder zu lang gebraucht. Okay. Party!
Ach, guck. Die sind zufriedener, wenn sie am Wasser wohnen. So, jetzt können wir die Dinger abreißen. Jawohl. Jawohl. Und jetzt kann da ein Haus hin. Scheiße. Ich meine, Mist. So, jetzt müsste es aber gehen, ne? Jo. So, wie sieht's aus? Türme, na, wachsen. Fast fertig. Da ist er fertig. Sehr gut. Ja, sie sind glücklich, aber irgendwie sinkt die Zufriedenheit trotzdem. Warum? 72 plus in diesem Jahr, was das Gold angeht. So, was ist hiermit? Nicht. Na, ah, Gebäude. Hier kein Weizen und hier keine Holzkohle. Bin mir nicht sicher, woran das liegt und wie ich das behebe. Ich tendiere aber dazu, die Teile gleich wieder abzureißen. Gleich, beziehungsweise jetzt. Oh, sorry, aber das ist mir zu blöde. Also, ja, ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht bin ich zu blöd, aber das ist Zeitverschwendung, mich da jetzt mit zu beschäftigen. Da kann ich besser mich um die Plantagen kümmern gleich. Und wir haben so viel Stein, dass wir erstmal wieder langsamer machen können. Und dann die ganzen Straßen hier aufwerten. Zack. Damit die Nahrung hoffentlich halbwegs zügig geerntet werden kann. So, das Häuschen wird gerade fleißig gebaut. Das ist super. Und da wir so viel Stein haben... Ich sollte erstmal warten, bis die Baustellen fertig sind, ne? Hier sieht's gut aus, die sind durch. Das heißt, die größte Baustelle ist hier, glaube ich, die lange Straße. Ach komm, wir machen wieder schneller, beobachten das Ganze. Aber die arbeiten seltsamerweise vernünftig, ne? Egal, die lasse ich laufen. Rest nicht. Vielleicht muss ich mir auch mal ein Video dazu anschauen. Um das zu verstehen. Warum sinkt die Zufriedenheit? Das ist nicht gut. Was ist los? Wir sollten uns verstärken. Ja. Ein Drache. Von wo kommt der? Von da. Da sind drei Türme mindestens. Die ihn abschießen können. Plus die kleinen neuen. Sehr gut, der kann auch schon dran. Wehe, du greifst meine Felder an, Kollege. Okay, aber die können schon nicht mehr dran. Das ist ja blöd. Na? Flieg in den Radius, du Drecksau. Und wenn du näher fliegst, hast du gleich ein Problem. Ach shit. Der bewegt sich genau immer nur in dem, im Radius eines Turms. Ärgerlich. Nein! Verdammt. Ah, wenigstens sind diesmal genug Leute zum Löschen da, offenbar. Zack. So, flieg am nächsten Turm vorbei. Hä? Ach, der ist unbesetzt. Shit. Das ist dann also auch noch ein Problem. Scheiße. Was sagt die Nahrung? Plus 9 im letzten Jahr, das ist nicht so viel. Naja, okay. Straßen müssen gebaut werden, das Haus ist bald fertig. 72 Zufriedenheit, das ist schon mal was. Ich gebe noch mal ein Fest, das kostet nicht viel und
Die Zufriedenheit steigt aber. Betten ist wieder schön da. Brauchen echt mehr Arbeiter. Für die ganzen Ballisten. Das ist natürlich irgendwie logisch, aber woher nehmen? Ja, woher nehmen und nicht stehlen? Das ist echt problematisch. Aber nun gut, ich würde sagen, wir beenden das erstmal für diese Session und wir sehen uns dann in der nächsten einfach wieder und schauen weiter, wie wir zu Rande kommen in unserer Welt, in unserem kleinen Königreich. Bis dahin, ciao, 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 ciao.